Moin Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen neuen YouTube-Video. Und ihr seht es schon im Hintergrund, ich mache tatsächlich mein erstes Minecraft-Video, zumindest seit diesem neuen Kanalkonzept. Ich habe natürlich davor schon Videos gemacht, die sind mittlerweile auf nicht gelistet eingestellt. Und ich freue mich gerade unglaublich, denn es wird auch so ein kleines Nostalgie-Projekt für mich, denn diesen Seed habe ich schon mal gespielt. Ich kann euch gerne mal in der Videobeschreibung eine Playlist verlinken, dort habe ich schon mal mit anderen Leuten zusammen hier auf dieser Map gespielt. Und jetzt bebaue ich sie ein bisschen alleine mit euch. Ja, es wird sehr nostalgisch für mich, weil ja, sehr viele Erinnerungen verbinde ich hier mit dieser Welt. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf ein richtig cooles Minecraft-Projekt. Und ich spiele auf einem Server. Das bedeutet natürlich, dass ihr irgendwann auch joinen dürft. In einer der nächsten Folgen wird es auf jeden Fall die Server-AP geben für euch. Ich möchte mich erstmal hier in Ruhe alleine aufbauen, mir mein Grundstück sichern, alles mögliche Spawn bauen. Dann gebe ich euch den Seed auf jeden Fall frei. Das werdet ihr dann in den nächsten Folgen auf jeden Fall sehen. Es wird kein Projekt, was nur ein Video geht oder zwei, drei Videos. Ich möchte auf jeden Fall ein Projekt machen, was sehr lange geht und was auch auf Twitch läuft. Das heißt, ich werde auch Livestreams auf Twitch machen, wo ich dieses Projekt spiele. Ich kenne diesen Seed hier, ich finde ihn wunderschön und dieser Shader, der macht es auf jeden Fall noch viel besser. Wir holen uns erstmal ein bisschen Stein. Okay, die geht jetzt schon kaputt. Perfekt. Geht ja schon direkt gut los hier. Holen wir uns erstmal ein bisschen Stein hier. Dann können wir uns schon mal ein paar Werkzeuge machen. Ich möchte auf jeden Fall noch Eisen holen. Dann suchen wir uns Schäfchen, dann können wir uns ein Bett machen. Dann sind wir schon mal die erste Nacht safe. Dann würde ich sagen, machen wir uns auch direkt hier ein Schild für die Farmwelt. Ich habe hier nämlich ein Plugin auf dem Server, womit man eine Farmwelt erstellen kann. Und dann muss man Diamanten und so weiter nicht hier suchen. Also auf der richtigen Welt, sondern kann man das hier machen. Ich hoffe, es ist nicht Nacht. Es ist Nacht. Ich bin wieder weg. Das wollte ich nämlich eigentlich vermeiden. Ich werde auch versuchen, nicht zu sprinten, weil ich jetzt am Anfang wahrscheinlich ziemlich wenig Essen haben werde. Aber hier werde ich mir auf jeden Fall wieder so ein richtig schönes Grundstück aufbauen. Ich freue mich schon richtig, hier wieder eine richtig schöne Butze hier aufzubauen. Jetzt muss ich natürlich gucken. Da hinten sehe ich ein Schaf. Ich bräuchte Eisen. Oh, das Eisen. Das ist der Zombie. Kommen die da nicht hoch? Die kommen hier gar nicht hoch. Haha, Eisen for free. Geil. Die kommen gar nicht hoch. Was für Lutscher. Perfekt. Dann hole ich mir jetzt hier auch noch in Ruhe die Kohle. Dann können wir uns da gleich Wolle holen. Dann überleben wir erstmal. Ich bin gespannt, ob ich diese Welt auch ohne Tod überleben werde. Ja, ergibt Sinn, ne? Ich liebe aber dieses Tiger-Biom. Ich liebe Fichtenbäume in Minecraft. Ich liebe es. Perfekt. Ich habe ein Bett zusammen. Ich brauche ja auch ein bisschen Seeds für Weizen, weil ich möchte ja auch irgendwann Tiere anlocken. Deswegen muss ich immer so ein bisschen die Teile jetzt zerhauen. Aber ich bekomme irgendwie gerade nichts. Was soll denn das? Dann mache ich mir jetzt erstmal ein Bettchen. Dann gucke ich mal, kann ich jetzt in die Farmwelt? Aber ich kann jetzt Tiere hier töten. Weil hier, von hier aus kann ich die ja nicht in die richtige Welt holen. Von daher ist mir das egal. Da kann ich alle Tiere abschlachten, wie ich möchte. Die kill ich jetzt, die Drecksäue. Komm her. Bisschen Fleisch hier. Fleisch. Am besten wäre natürlich, wenn ich jetzt hier ein Dorf finde, ne? Dann habe ich erstmal sehr viel Essen. Immer mehr Fleisch, Fleisch. Gib mir deine Wolle und dein Fleisch. So muss das laufen hier. No way. Da hinten ist halt echt ein Dorf. Junge, wie geil ist das denn? Geil. Ich habe ein Dorf gefunden. Oh, perfekt. Rote Beete sogar. Kartoffeln. Oh, das schmeckt. Die Farmwelt, Leute, ist übrigens alle 24 Stunden wird die neu generiert. Betten kann man auch gebrauchen, falls ich mal irgendwie ein eigenes Dorf aufbauen möchte. Oh, die Katze, die sind so süß. Warum können die nicht irgendwie, keine Ahnung, in der richtigen Welt mal sein? Lass mich schlafen. Los, ich will pennen. Ey, was soll das denn? Geh da raus. Sieht hässlich aus, by the way. Hässlich bist du. Hässlich. Ihr seid hässlich. So, jetzt lass mich schlafen, du miese Drecksau. Dann haben wir jetzt so ziemlich alles gelootet hier. Oh. Gehen wir mal wieder zurück zur richtigen Welt. Ein bisschen Holz brauchen wir, dann können wir schon mal die ersten Tiergehege machen, ein bisschen züchten. Vor allem Kühe für Zaubertisch später ist ganz wichtig. Ich denke schon sehr früh an solche Sachen. Also ich möchte mich auf jeden Fall auch auf diesem Platz hier aufbauen, wo ich direkt schon die ganzen Sachen hier hingestellt habe. Hier wird direkt mein Haus auch entstehen, beziehungsweise meine Farm. Das Haus wird ein bisschen weiter da hinten entstehen. Da ist nämlich ein bisschen ebener, da muss ich wenig terraformen. Also das wird auf jeden Fall eine feine Sache. Ich würde gerne schon ein kleines Tiergehege bauen, bin ich ehrlich. Ich mache das erstmal nur frei Schnauze hier. Dann haben wir tatsächlich schon ein Tiergehege, Mensch. Erste Folge und schon solche Fortschritte. Dann würde ich sagen, holen wir doch mal die Schäfchen hier hin. Uiuiui. So, dann kommt mal her. Ne, da gehen wir nicht lang. Haha, das ist ein bisschen gefährlich für euch. Vor allem seid ihr ja doof wie Stroh. Haha. Deswegen rennt ihr dem ja auch hinterher. Haha. Junge.
So, und wer, ihr macht mir jetzt mein Feld kaputt, dann gibt's einen auf die Schnauze. Wir haben auch jetzt ein Schafsbaby. Yeah. Und es fängt an zu regnen. Jetzt bin ich natürlich die ganze Zeit im Nassen. Mein schönes Bett. Ich muss mir auf jeden Fall ein Haus schnell bauen, ey. Verdammte Axt. Jetzt sitze ich hier im Nassen. Mensch, jetzt sitze ich hier wie ein Obdachloser. Oh, das sieht auch nicht schlecht aus mit diesem Shader, muss ich ja sagen. Ich würde auf jeden Fall nach der Aufnahme, werde ich auf jeden Fall farmen gehen. Ich guck mal, ob ich das in einem Livestream mache. Ha, ein wunderschöner Morgen. Boah, das sieht geil aus. Das muss man sagen. Das sieht verdammt nochmal geil aus. Ja, mit Shader und Texture Pack ist Minecraft doch echt ein richtig schönes, hübsches Spiel. Da möchte ich den Spawning bauen mit Nether Portal, mit Farmwelt und so weiter. Das bedeutet, dass ich von da aus auch eine Brücke hierhin bauen werde. Und hier ist dann halt mein großes Grundstück. Das wird wirklich sehr groß. Früher habe ich tatsächlich Uncut-Videos gemacht von dem Projekt, wo ich mit den anderen noch gebaut habe. Da habe ich in einer Folge natürlich nicht so viel Fortschritt gemacht wie jetzt, weil jetzt wäre auf jeden Fall eine Aufnahme schon lange vorbei. Meine Axt ist gleich kaputt. Was soll denn das? Wir haben jetzt schon fast ein Stack Rohholz. Alter Faller. Also ich finde, ich kann jetzt schon mal so langsam mit der Brücke anfangen, zumindest mit einem Teil davon. Ich baue jetzt hier eine schöne Brücke. Ich muss dazu sagen, ich bin auch kein Minecraft-Profi, vor allem nicht, was so das schöne Bauen angeht. Da bin ich echt nicht der Krasseste drin. Die Brücke ist fast fertig, hier kommt noch ein Zaun hin. Das machen wir noch nicht diese Folge, das machen wir in den nächsten Folgen. Dann kommt hier so ein kleiner Weg, biegt dann hier ab. Und dann haben wir hier irgendwann dann mein Grundstück. Ja, das freut mich doch schon mal, wie das hier so beginnt. Sehr, sehr schön. Dann füttern wir nochmal eben die Schäfchen. Kann hier nicht mal irgendwo Kies sein? Was soll denn der Scheiß? Ich glaube, da hinten ist... Oh, ich glaube, das ist mehr Stein, ne, als Kies. Wir haben ein paar Eier. Versuchen wir doch mal unser Glück. Ja! Jawohl, wir haben ein Huhn! Dass das jetzt instant geklappt hat, wundert mich irgendwie. Wo ist hier die ganze Zeit ein Zombie? Es muss doch irgendeine Höhle sein. Hier sind Schweine. Alles klar, die hole ich mir auch mal eben. Habe ich Karotten zufällig dabei? Ja, habe ich. Upsi, ich laufe erstmal gegen den Baum. Vermehren wir die auch direkt. Dann haben wir schon drei Tierarten. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist eine Kuh. Wir müssen also nur noch Kühe finden und dann haben wir schon alle Tierarten, die ich gerne haben wollte. Dieser Sonnenuntergang ist doch einfach nur wunderschön. Wenn euch diese erste Folge von Minecraft Village gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne, aktiviert die Glocke und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao!